pumpen, wenn die keine Items mehr drin haben. Auch wenn die, wenn die. Wie habe ich das denn auf dem Server gemacht? Du hast das so gemacht, dass sie aufhören zu pumpen, wenn da eine bestimmte Anzahl an Items drin ist. Komm mal gleich wieder. Ich habe Dann das habe gehört, ich im auch Bauchserver habe ich das verstanden. geändert, ne? Weiß nicht. Komm mal mit. Oder kann es sein, dass ich unten ein Item reingebe? Nee, das geht auch nicht. Wie habe ich das denn gemacht? Oder habe ich die Redstone Fackel weggemacht und nur ein Ding dann gemacht? Was ist nicht, wie es gemacht hat? Wollen wir mal gucken gehen. Ja, da hat er so eine Konstruktion gebaut zum Anfordern der Items. Ja, oder Wenn bin ich da gerade Items, vorbeigeflogen? weil bestimmte Menge fehlt, dass sie dann automatisch angefordert werden, ne? Ja, wenn nichts da ist. Ja, hier Ja. habe ich das genauso gemacht. Die Pumpen. Habe ich das nicht geändert gehabt? Weil er Aber das sind sollte. nur die hier vorne punkten gar nicht, aber die anderen nur. Ja, weil hier Item drin ist. Weil jetzt hier Sandstone drin ist. Wenn ich jetzt das Sandstone rausnehme. Ja, genau. Ich hatte das gemacht, damit der nicht überfüllt. Diese Bauweise war das. Ja. Deswegen pumpen die ganze Zeit. Der sollte ja so lange pumpen. Jetzt pumpt er wieder Sandstone. Der sollte ja so lange pumpen, bis das erste Item drin ist. Dann sollte er wieder ausmachen, damit das halt nicht überfüllt wird. Ja, das hätte Deswegen man mit laufen dem die Item automatisch. Dusk aber nochmal anders machen können. Ja, mit Mit den. dem Hopper Dusk meine ich. Ja gut, ich nutze ja später die anderen Dinger. Hättest du, naja, dann hättest du halt unter die Kisten müssten Hopper. Und die müssen mit den Dust verbunden werden. Und die Items bleiben ja drin. Egal wie voll das ist. Gut. Lagert sich ja halt da drin. Und dann wird immer nach und nach wieder angezogen, was braucht wird. Naja. Ist Erde Ja, einsortiert? Ja, Erde pumpt da gerade. Kann ja mal nachwerfen. Wie einfach alles voll ist. Und das ist der einzige Nachteil, den ich an den Hoppern hasse. Dass sie nur 1-1-1 machen. Weil mit den Pipes würden ja. Die Engines würden ja stackweise teilweise sogar machen, oder es gibt ja auch. ja gut, aber meistens sind die Hopper ja schon komplett gefüllt. Wenn du mit denen das machst, hat der immer nur bestimmte Anzahl drin. Und wenn da oben voll ist, ist er auch voll. Und dann wird das der nächste Platz gefüllt. Und dann der nächste und der nächste und der nächste. Das ist wiederum auch nochmal Fahren am Platz. Dann hat er schon mal was, was er als nächstes wieder verballern kann. Ja, mal abwarten hier. Das ist erstmal hier beschäftigt. Erde wegzuballern. Haufenweise wieder. Jetzt werde ich mal gucken, was mein Gneis da unten macht. Hab ich denn? Da. Der Chiselrino, das sind die falschen Cobblestones. Nee, musst du halt mal sonst auf dem Bauzimmer austesten. Ja, Ob sich anders das kommt. dann mehr lohnen würde damit. Anders kommt das eh. Naja, nee, ich meine ja nur, ob das mit den Hopper, mit den Dusten sich mehr lohnen würde, als so wie jetzt das ist. Das weiß ich Eisen gar haben nicht. wir ja. Ja, Eisen haben wir. Besonders natürlich, vor allem habe ich hier auch noch mal bei Stacks gebracht wieder. Ja, klar. Deswegen. Abwarten. Habe ich noch Eisen drin? Sagen wir so, wir schmeißen die Kühe halt einfach nochmal einmal an, dann und dann kriegen wir wieder Eisen. Aber da kriegt er irgendwie massig aus den Gebieten, wenn die neu Kurz sagen, geländert werden. kriegst du massenweise raus. Jetzt habe ich die. Jetzt habe ich Kacke gemacht. Egal. So wie immer halt. Wie immer. Egal. Kann ich aber alles nicht reinschmeißen. Auf, dass wir echt wenig Holz haben. Ja. Noch. Sind nicht wie viel vorgecraftet? Halbe Kiste noch. Sind wir jetzt eine halbe Kiste, ist noch ein bisschen Alles da. ist voll. Die ganzen
Basalt. Hoppertask hier sind voller Erde jetzt. Ja, weil Erde drin ist. Ja, ja. Wir haben uns so angehofft, dass das stackweise wieder drin ist. Ja gut, ich hab jetzt auch noch, keine Ahnung, wie viel Stacks reingepfeffert. Ja. Ich höre das, warte mal. Weil, also wie es auch aussieht, pumpen die Hopper das ordentlich nach. Immer ganz gut. Solange alles also wegkriegt. Mit einer guten Geschwindigkeit. Sag mal, wenn nach alles weg ist, dann gehen sie sowieso. Ja. Und erstmal wieder den Gang frei machen hier vorne, dass man besser durchlaufen kann. Im gleichen Fall für die Stunde. Das ist ja nicht schlimm. Stört mich nicht mal. Wir brauchen jetzt Holz. Immer ein bisschen Holzfarm vorne. Ja, ich kann erstmal das eine, was noch da ist, verbrauchen. Nimm doch, geh doch in den Wald, das Holzfarm. Wir haben doch hier eine Baumplantage. Ja gut, jetzt kannst du auch das andere Holz nehmen. Ist im Wald raus. Ich hab halt hier auch Spruce-Wort gepflanzt, ne? Für das, was wir an dieser komischen Rubber, den wir brauchen. Ach, das ist Resin. Ja. Hm. Blub. Und dann natürlich gleich wieder neu hinsetzen. Ist schon wieder fucking dunkel. Hab ich das Gefühl. Ja. Hattest du das vor, mit der Ebene hier eigentlich auch hinzusetzen oder wo wolltest du hier hinsetzen? Was denn? Was du mir zuletzt auf dem Bauserver gezeigt hast. Welche Ebene? Ja, wo du in den Gang in den Berg reingemacht hast. Ach, dieses, wo die Kohle gebrannt hätte, mit den Öfen. Ja, ja. Eigentlich ja, warum? Nur so. Ja, musst du sie wissen. Ich kann das woanders hinsetzen, ist ja nicht das Problem. Nein, nein. Hat das dann nicht belegt, sozusagen. Nee, du hast ja oben, das geht ja nur anfangs da diese Treppe runter. Dann hast du ja, glaube ich, irgendwie 6-7 Blöcke hast du erstmal frei komplett. Ja. Wo nix ist. Nee, ich frag doch nur. Nee. Normalerweise habe ich es da eigentlich geplant, aber vielleicht eventuell setze ich das auch in der Nähe von der Fabrik hier. Unten in den Berg rein. Und mach dann so alles so. Alles in einer Ebene. Platz ist ja dafür da. Ja, ja, klar. Boah, jetzt darf kein Skelett. Wir haben immer noch genug Platz überall. Deswegen ja. Wir haben ja noch gar nicht weitläufig gebaut, was wir sonst immer schon gemacht haben, ganz schnell. Nein. Harmlos diesmal. Ja. Jetzt ja. Gut, wir machen ja keinen Stress. Wir haben ja auch bei unseren Übertreibungen sonst immer. Da wird ein Tower nach dem anderen jetzt anreihen. Übertreibung, ich sag mal ja nur das Lager, ne? Das ist halt schon eine Übertreibung. Welches Lager? Unten, was noch nicht fertig ist. Ja gut, das ist ja nur harmlos. Naja. Damals, weißt du noch, ME und das Ganze, da wurde er nur noch dran gepfeffert. Ja. Am besten nur noch sitzt und es baut sich alles von selber. Aber ich finde, sowas sieht viel besser aus, wenn man sieht, was man gemacht hat. Ja, weil du damals gemacht hast. Weil irgendwann kannst du es produzieren. Och. Weil so ein ME-System, ja schön. Ist baust du und ist fertig. Klotz und alles da fertig. Ja. Toll, das war's. Bau mal ein ME-System nach, wo du alles selbst steuern kannst. Oh, top. Und hier siehst du übrigens, wo was einsortiert ist. Und siehst, was du gemacht hast. Mit dem Lager. Tja, du kannst auch daherkommen. Und sagen. Puh. Stein, Stein, Stein. Oder so standardmäßig, so Cobblestone. Kommt auf Knopfdruck. Ja. Dunkel. Ja, geht gerade nur schlecht bei mir. Ich sitze im Loch fest. Warum Bett bei mir eigentlich? Ich finde aber den Rhythmus von Minecraft einfach nur kacker. Ja. Was ist das? Naja. Mal kurz zurücklaufen, schlafen. Aber
keine Ersatzbetten mehr? Ich hatte eins, aber ich weiß nicht, wo das ist. Einsortiert. Oder irgendwo zwischengelegt. Kann sein, dass ich, weil ich Platz brauchte in den Bags, erstmal alles rauszuholen. Dann, was ich da mit den Kisten aufeinander gestapelt habe und dann die ganzen Kisten voll gemacht habe. Mhm. Dass ich nicht immer rausnehmen muss, rein, warten, dann wieder rein. Dass das ein bisschen besser geht. Oh. Also wenn du Spitzhacken brauchst, ne? Nö, nö. Also Eisenspitzhacken. Das ist ein Automatik-Crafting für... Behinderte. Ja, ich war in der Hölle am Bauen. Scheiße, Spitzhacke im Arsch. Ey, kann doch nicht sagen, du musst wieder Handcraften. Alles klar, nächste Spitzhacke bauen. Alles klar, schon wieder nächste Spitzhacke. Das ist trotzdem behindert. Also Autocrafter. Du Kackskelett okay. Da hinten, ne? Du bist doch eine blöde Kacknudel. Geh die weg. Eierkopf, du. Latte mich in Ruhe, du Sack, du. Bin hier noch drinne. Fünf Eisen, ne? Können wir da verruchen. Ja. Yeah. Schaf. Geh weg. Ah, da die Kisten hier schon abgebaut. Ja, war ja nichts, fast nichts mehr drin. Der Rest habe ich, was da drin war, habe ich umgestapelt eben. Ja. Ist ja dann eh nur noch durcheinander. Aus Durcheinander wird eh durcheinander. Bis alles einsortiert ist. Ja, bis alles einsortiert ist. Aber da muss ich mich, glaube ich, erstmal durchzwingen. Muss am besten oben schon so einen Plan schreiben, wo was ist. Ja, das muss halt aber alles noch fertig sein. Was ich mich gerade frage, es gibt doch hier bei Minecraft diese Maps, ne? Diese Karten. Mhm. Wenn du die abläufst. Wenn du die jetzt, ich sag mal, du läufst sie jetzt ab und was neu dazu baust, aktualisiert die selber oder musst du nochmal drüber laufen? Oder aktualisiert die sich gar nicht? Keine Ahnung. Das wäre mal eine Frage, weil hätte man sagen können, okay, man macht jetzt schon mal so einen Plan, ne, von so, einmal mal rund gehen mit der Map. Mhm. Und irgendwann gehst du nochmal mit der Map rum, wenn du noch mehr geschaffen hast. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann das sein, dass du überhaupt keine Ahnung hast? Ja. Bitte scharf. Habe ich das Bett auch so mit einsortiert gehabt? Ah, hast du gefunden? Nee. Ich habe mich gerade gefragt, vielleicht habe ich das auch einsortiert und es ist ganz unten gelandet. Ja, bestimmt. Eine Aussortierungskiste, was noch nicht eingelagert ist. Willst du bestimmt. Nein, ne? Perfekto Ructus. Ja. Keine Sticks mehr? Na. Ist klar. Ah ja, als ich gesehen habe, dass sie ja nicht mal weitergemacht haben, ist voll vorbei. Dass ich ihr noch gar nicht alles gezeigt habe. Oh. Ja. Sebas ist wieder anwesend. Ja, dass ich halt hier alles hinter der Wand verbunden hat. Dass er dann immer weitergeleitet wird. Wo ich ja meinte, wenn das da nicht drin ist, wird es nach hinten rausgepumpt wieder durch einen Storage Drawer, durch einen Drawer, der offen ist und dann geht es weiter. Weil er ein Cheater ist. Der erkennt ja, wo alles ist. Und du bist halt ein Cheater. Ah, da ist Limestone drin. Cheater, du bist ein Cheater. Jetzt habe ich noch Ersatzrüstung. Okay. Was ist denn da noch? Limestone gerade auf. Aber was mir so echt so fehlt, ist so Tinker's Tables Construct. Ja.
So mit fetten Hammern einfach durchwühlen. So. Ja, auch aufmachen. Merkst du gerade echt so, wenn du so am Schaufeln bist, ne? Ja, ich weiß. Weil das ist meist so dieses Nervige. Wir haben letztens drüber geredet, aber du meinst, das brauchen wir nicht. Ja, normalerweise nicht. Ja, aber mittlerweile so merkst du, wenn du so jetzt so Löcher aushebst. Weil halt, dann könnten wir auch Lumber-Eggs machen und dann könnten wir den Mod runter machen. Ja gut, das wäre jetzt erstmal egal. Ja ne, ich meine ja nur, den könnte man dann auch runter machen. Aber den bräuchte man dann ja nicht mehr. Ja klar, wie lange dauert das jetzt wohl, den drauf zu machen? Sollte nicht lange dauern, wieso? Ja, weil ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ja, weil es läuft halt, ne, bei uns ist halt so, wir treffen uns einmal eine Woche, weil halt Schwiegertochter sucht, komm, gucken wir immer Beate. Also, guckst du den Mist? Nein. Aha, herrlich immer. Immer wenn das läuft, wird sich alles getroffen. Dann gibt's Beate abends, Schwiegertochter sucht. Und der kommt. Der kommt 7:05. So, wir haben eigentlich noch Zeit. Normalerweise könnten wir jetzt sagen, wir machen einen kleinen Minimum. Wie viel haben wir denn? 53 Minuten ungefähr, ne? 9. Ah, 54 Minuten knapp. Ah, die Musik läuft ja so lang. Das wird sagen, wir machen jetzt die Stunde voll. Machen da kurz einen knappen Cut. Du guckst, dass du das da schaffst. Wie du das auch immer machst. Richtig. Was denn? Ich wüsste das jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, beim letzten Mal, nö. Das kann so bleiben, wie es ist. Ja, aber du merkst echt so, wenn du jetzt was bauen willst und was Größeres, was ja auch noch kommt, weil ich ja noch so, na, so ein paar Dinge im Kopf habe. Besonders was die Außenansicht hier von uns funktioniert. So, Villagerdorf, Kirche. Was soll der alles noch kommen? Und das eine jetzt dieses Untergrundding noch bauen. Ja, ich könnte oben drauf eine Query setzen, ne? Aber warum? Schön ausheben, ganz in Ruhe. Weine ich. Was hält der Centus denn davon, von dem Plan? Was? Tinker Service Construct. Du meinst, weil ich denke, das Konstrukt treffen würde? Suchst du gerade, ne? Ja. Na klar, irgendwie. Schon fast gedacht. Nein, wir werden nur gerade nicht wirklich laden. Ausgerechnet jetzt? Fuck, Kursraum. Was musst du denn suchen? Das Konstrukt. Kleines Schaf, stirb! Weil das hätte ja schon so. Ich sage mal was. Besonders schön jetzt den Berg weg. Oh, meine Hände kribbeln schon wieder. Ach nee. Vor Bau so. 15. Weiß gar nicht, gibt's das so. Ja, klar. Ja, ja, ist nicht so. Tinkers Konstrukt gab es ja, wo es Hexed gab. Und Hexed ist ja 1.5 gewesen, glaube ich. Ich hab das doch schon gefunden, Vogel. Nice! Wie so ein Spürhund. Direkt sich Zentus durch den Ebenen. 1.8.8 müsste passen. Weiß es nicht. Ich wollte nur gucken, ob der Server startet. Wenn nicht, dann ist das nicht die richtige Version. Ich probiere einfach gleich die neueste dann aus. Ja, probier einfach die neueste auf. Einfach machen. Komm, wir können auch jetzt den Cut schon reinzwiebeln. Können wir meinetwegen? Hab kein Problem damit. Dann würden wir sagen, wenn wir hier kurz einen Cut machen und sehen uns später dann wieder. Ciao, ciao. Tschüss.